Und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Jetzt bin ich fertig geschminkt und wie ich das so hinbekommen habe und mit welchen Produkten ich mich geschminkt habe. Und oh, ich habe heute so viel ausprobiert und so viel getestet. Und ich nehme euch so ein bisschen mit. Nicht erschrecken, ich bin gleich ungeschminkt und dann nehme ich euch so ein bisschen mit auf die Reise, bis ich so ausgesehen habe oder bis ich so aussehe. Und ich habe, wie gesagt, ganz viel verglichen, ganz viel getestet, neue Produkte, die ich gar nicht kannte, die ich zum ersten Mal benutzt habe heute. Und ich bin froh, dass ich am Ende denn doch noch ganz gut geschminkt bin. Also viel Spaß beim Zuschauen. Alle Links, alles, was ihr braucht, steht in der Videobeschreibung. Und jetzt sage ich Tschüss, ganz viel Spaß. Und ja, vielleicht ist ja was für euch dabei. Tschüss. So, Haare streng nach hinten gekämmt und ich werde jetzt dieses Produkt testen. Ich bin ganz gespannt. Ich weiß nicht, worauf ich mich einlasse. Es soll ein Dupe sein zu diesem Charlotte Tilbury Glow Flawless Filter und so weiter. Wollen wir mal schauen. Ich habe irgendwie so gar keine Vorstellung davon, was das ist. Also ich habe jetzt den Deckel abgemacht, nur der Deckel war hier drauf. Abgemacht und dann ist ja hier so ein kleines Schwämmchen. Hier ist das Produkt drinne. 4-in-1 Glow Make-up. Ich bin gespannt, was es genau ist. Ob es so ist wie eine Foundation oder eher wie ein Primer oder beides. Mal gucken. Und jetzt drehe ich das raus, weil ich weiß, man muss es drehen. Ich hatte ja den Tester in der Drogerie und jetzt kommen hier wahrscheinlich gleich. Ich drehe mal. Da ist es. Ich hoffe, dass die Farbe hinkommt. Das sah ganz gut aus, aber man weiß es ja nie am Ende. Und jetzt werde ich das mal einfach so auftragen. Mal nur auf einer Seite. Ah, ich merke schon, das ist sehr, sehr zurückhaltend. Ein natürliches Produkt. Ah ja, das ist wirklich nicht wie ein Make-up, sondern eher wie ein. Ja, alles klar. Ist wirklich. Was ist denn das? Also 4-in-1 Glow Make-up. Also als Make-up verstehe ich was anderes. Und das ist auch. Boah. Es fühlt sich ganz schön ölig an. Wahrscheinlich für trockene Haut optimal. Ja, wie es abdeckt, seht ihr. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr drauf machen soll. Noch ein bisschen mehr drauf. Ich weiß aber nicht, ob man das so aufbauen kann von der Deckkraft her. Ich benutze es das allererste Mal. Ja, so sieht das aus. Sehr, sehr ölig fühlt sich das an. Nicht Feuchtigkeit spenden, sondern es fühlt sich ölig an. Und die Seite ist so und die Seite ist nur eingecremt mit Beauty Mates. Das ist dieses Produkt. Der anderen Seite werde ich das hier testen. Das ist in einer neuen Verpackung, weil Balea ja jetzt praktisch eine neue Schrift hat. Und das werde ich auch mal testen, weil das ist eventuell ein bisschen deckender. Vielleicht dann eher was für euch. Also ich weiß ja nicht, was ihr sucht. Ich will es nur einmal testen. Auch hier First Impression gerade gekauft. Mikrokapseltechnologie. Aha, wahrscheinlich ist das so weißlich. Ich habe mir nur so ein bisschen was bei TikTok darüber angeschaut. Ist gerade sehr beliebt bei TikTok. Hautanpassend. Gibt es wohl schon eine Weile, ist jetzt nicht neu, aber ich weiß nicht, ob das eine neue Rezeptur ist. Einfach mal ausprobieren. So muss man das schütteln. Nö, ich glaube nicht. Gut, dann mache ich die Tube mal auf. Und das ist so ein Produkt. Und ich vermute mal, wenn man. Da sind so kleine Kapseln drinne. Und dann passen die sich dem Farbton an. Da werde ich mal schauen. Ich mal ordentlich was auftragen. So, und das werde ich jetzt verreiben, auch mit den Fingern. Das ist ein Soft-Make-up. Naja, das ist ja wenigstens schon mal gut ausgedrückt.
Gefallen tut mir das nicht. Nee, also so richtig gefallen tut mir das nicht, ehrlich gesagt. Also da finde ich die Seite viel schöner als das hier. Das sieht irgendwie für mich fleckig aus. Ich würde es jetzt auch nicht als Palmauftrag, also ich finde das kein schönes Ergebnis, oder? Was ist das denn? Und Beauty Mates versteht sich eigentlich mit jedem Produkt. Das wundert mich, warum das so komisch aussieht, oder? Also, das ist dieses Produkt auf meiner Haut. Wenn man länger reibt, gibt es Röllchen. Oh, schrecklich. Schlimmer geht es ja gar nicht. Oha, das ist ja bei mir ein totales No-Go. Also solltet ihr das Produkt benutzen und ihr seid damit zufrieden, dann habe ich nichts gesagt. Aber ansonsten, hier sind keine Röllchen. Hier sieht es wesentlich schöner aus, meine Haut. Und das ist Röllchen. Das ist ja mal so gar nichts. Und das wurde, glaube ich, teilweise sogar verglichen mit Magic Finish. Nee, also. Tut mir leid, Balea. Ich hätte es gerne toll gefunden. Ich habe nur Videos gesehen, wo die Leute total begeistert sind. Und ich bin es leider gar nicht. Habe ich, weil ich ja dieses Produkt so toll finde, in meinem Gesicht ein Concealer mir mal bestellt. Und da bin ich wirklich ganz doll gespannt, wie der ist. Auch den habe ich erst einmal getestet und war nicht ganz so begeistert. Also mal schauen. Ja, mal gucken. Also ich bin jetzt gerade noch mal gespannt. Ich muss noch mal gucken, weil diese Foundation, boah, beste Foundation überhaupt. Also liebe ich total. Und jetzt den Concealer dazu. Da dachte ich, das kann ja nicht schlechter sein. Aber ich war Tatsache nicht ganz so begeistert. Naja, mal schauen. Spannend. Spannend. Ich glaube, es war so, dass das zwar sehr feuchtigkeitsspendend ist, aber nicht so krass abdeckend. Mal gucken. Mal gucken, wie ich das jetzt empfinde. Ergiebig. Fühlt sich sehr, 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 sehr pflegend an. Dafür weniger deckend. Merke ich gerade, ist ja immer so, ne? Wenn ich einen Concealer habe, der sehr pflegend ist, dann ist er meistens nicht sehr deckend. Und wenn er sehr deckend ist, dann fühlt er sich meistens so ein bisschen störrisch auf der Haut an. So pastenmäßig. Ich schmiere mir das immer zu doll ins Auge. So. Geht so, weil er nicht so deckend ist. Versuche ihn mal deckend dahin zu bekommen. Ich lasse das mal jetzt so ein bisschen antrocknen und verteile erstmal diese Seite. Das ist immer so bei Make-up-Coach, ein Finger rein, dreimal tupfen, fertig. Und bei einem pflegenden Concealer braucht man etwas Zeit. So, aber schlecht ist er nicht. Also schlecht ist er überhaupt nicht, weil er nicht in die Falten rutscht und wahnsinnig pflegend ist. Also das gefällt mir sehr gut. First Impression, erster Eindruck, rutscht nicht in die Falten. Sehr, sehr, sehr pflegend. Mit Vitamin C und Hyaluron. Ja, das würde ich sagen, merkt man. Also ich weiß nicht, ob man Hyaluron merkt, aber es ist auf jeden Fall, ist es so, so feuchtig, also so, so sehr pflegend. Dafür weniger deckend. Man kann es ein bisschen aufbauen, aber es hat Grenzen. Hier sind zwei Schichten drauf, hier eine Schicht. Wenn man nicht ganz so dunkle Augenränder hat wie ich, sondern man sucht nur so ein bisschen was, ja, er könnte deckender sein. Wäre jetzt mein Wunsch. Spannung, Spannung. Ja, ich brauche mal jetzt was auf die Lippen. Es ist für Lippen und für Cheeks. Da passiert es schon. Kennt ihr das Lied von Weiße Hai? Dum, 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 dum. Gut, dann wollen wir ein bisschen mehr nehmen. Jetzt mal auf die Wangen. Wo mache ich das denn jetzt hin? Egal. So, Achtung.
Bestimmt so richtig schön natürlich. Ich mach mal ein bisschen mehr. Oh, schön. Guck mal, da tut sich was. Wow, das ist aber mal eine natürliche Seite. Also das ist jetzt, ich klopfe jetzt extra ganz vorsichtig, damit ich nicht vom Klopfen rot bin. Also das ist doch mal schön. Oh, da kann ich gleich noch ein bisschen mehr. Also wer ein natürliches Rot haben möchte, der kann das mal testen. Das ist ja witzig. Das passt auch irgendwie gut zusammen, ne? Geht das da auch? Nein, das mache ich nicht. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Nun wäre natürlich wichtig zu wissen, hält das auch? Hält das? Oder bleibt das ölig? Es fühlt sich. Ich muss es mal einmal auf dem Handrücken testen. Ich werde mal gucken, ob das einzieht oder ist das mehr so ölig. Witzig, ne? Das ist echt witzig. Ich finde das faszinierend. Ich finde es faszinierend, weil es sehr, sehr, sehr natürlich, ich glaube, das natürlichste Produkt, was ich kenne. Test gelungen, es funktioniert und sieht sogar gut aus. Ob es hält, kann man dann erst im Tragetest feststellen. Das ist erstmal nur First Impression. Habt ihr es schon getestet? Würdet ihr so lieb sein und würdet ihr das einmal bitte in die Kommentare schreiben, ob das hält den ganzen Tag oder wie viele Stunden das ungefähr hält? Das wäre super lieb und sehr hilfreich, für viele andere. Weil ich muss es jetzt abmachen, weil ich ja noch mehr euch zeigen möchte an Farben. Und deswegen werde ich es jetzt gleich abmachen und ich wäre so gespannt, ob es lange drauf bleibt. Ich habe jetzt zwei Mascara in der Hand. Warum nicht den Sky High? Den Sky High habe ich hier auch irgendwo. Da ist er. Den habe ich in mehreren Varianten. Ich liebe den schwarzen Sky High, weil es für mich der beste Mascara ist in der Drogerie. Ja, er ist Platz 1 bei mir und 1 plus plus plus. Es gibt auch Platz 1 bei mir. So der Paradise von L'Oréal und so, den finde ich auch ganz toll. Ich kenne auch nicht alle, aber die, die ich kenne, da finde ich den Sky High am besten. Und das wäre das Produkt, was ich gerne nachkaufe. Wegen der flexiblen Bürste. Das ist eine weiche, die ist so weich wie Butter, die Bürste. Und da könnt ihr eure Wimpern so toll mit anmalen. Es hält den ganzen Tag. Er lässt sich besser abschminken als diese Variante. Und es gibt auch noch einen Primer dazu. Ich habe mal einen Test gemacht, wie der Primer und so, wie die zusammenarbeiten. Ich habe keinen sehr großen Unterschied gemerkt bei meinen Wimpern. Kann ich nicht sagen, dass ich da irgendwie so voll den krassen Unterschied gemerkt habe. Ich kann ihn alleine benutzen. Ich brauche da keinen Primer für. Weil ich mich dann damit beschäftigt habe, welcher Mascara macht längere Wimpern, welcher Mascara in der Drogerie hat überhaupt Fasern drin. Bei Asam gibt es ja ganz viele mit Fasern, aber es müssten ja Fasern drin sein, um die Wimpern wirklich voller und länger wirken zu lassen. Es ist ja nicht so, dass das denn was macht, dass es an den Haaren zieht, dann sind sie länger, sondern es ist ja nur eine Wirkung. Und welcher Mascara, also ich habe der einzigste, den ich da gefunden habe, und ich glaube noch einer von Essence, aber da weiß ich die Farbe gerade nicht mehr. Aber das war der, wo ich gesagt habe, ah ja, den kenne ich, den finde ich gut. Und der hat Tatsache auch Fasern drin, natürlich immer pflanzliche Fasern. Und der könnte eventuell längere Wimpern machen. Da kann ich mir das vorstellen. Was der Sky High ja auch hat. Der Sky High hat auch Fasern, um die Wimpern länger wirken zu lassen. Nun kann man natürlich diese beiden einmal testen, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr hier vielleicht auch noch mal eine Meinung haben möchtet. Ich habe das so ein bisschen bei Instagram gemacht, ich habe das auch als Shorty gezeigt und ich möchte heute einfach mal diese beiden testen. Es folgt aber auch noch ein Mascara-Video, also da werde ich auf jeden Fall noch mal so ein bisschen
so ein bisschen ausprobieren und mal gucken, welches Produkt ist da jetzt wirklich das Beste, was macht jetzt so die allerlängsten Wimpern. Ich möchte heute in diesem Video euch einfach diese beiden Produkte zeigen und vorstellen. Den gibt es ja schon ganz lange, der ist ganz neu. Ich weiß nicht, ob der bei euch ausverkauft ist, bei uns nicht, bei uns gibt es den. Wahrscheinlich seht ihr den jetzt auch gerade in der Drogerie mit anderen L'Oreal-Produkten zusammen, so Eyeliner und so weiter. Und wie gesagt, habe ich bei Instagram drin und auch als Shorty. So, jetzt einmal hier diese beiden. Und ich habe nichts auf meinen Augen drauf und ich werde jetzt auch nichts auf meinen Augen drauf machen, um euch das beste Ergebnis ever zu präsentieren. Ist zwar nicht so schön für mich, weil ich die ganze Zeit doof aussehe, aber ihr könnt vielleicht dann am allerbesten erkennen und sehen, ob das was für euch ist oder nicht und was ich am Ende sage. Ich mache Fotos und ich filme mit und so weiter. Also, es geht los. Ich bin gespannt. Oh, schon der erste Patzer. Dann ist es ja gut, dass ich noch nicht geschminkt bin. Ich gehe an den Ansatz, wackel so ein bisschen hin und her und dabei drehe ich auch so ein bisschen. Und jetzt versuche ich, die allerlängsten Wimpern hinzubekommen, die es gibt. Der hier. Die Bürste ist hier ganz, ganz anders. Ihr habt eine ganz, ganz kleine Bürste. Die hat, glaube ich, auch so Häkchen. Da werde ich mal so ein Bild reinsetzen, wie die aussieht in Vergrößerung. Also die ist schon witzig, die Bürste, ne? Wie so ein Paddel ist die. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Ich finde sie gar nicht flexibel. Stört mich immer so ein bisschen. Und man hat auch immer das Gefühl, man muss noch mal reingehen, weil gar nichts auf dem Applikator oder auf dem Bürstchen drauf ist. So, ich werde jetzt aufpassen müssen, weil ich hole mir das immer direkt ins Auge. Und das möchte ich ja nicht, weil dann habe ich ein rotes Auge und dann macht ihr euch Sorgen. Und ich werde jetzt einmal auftragen. Ganz vorsichtig. Auch hier setze ich am Wimpernkranz an und dann mache ich hin und her und dann ziehe ich es nach oben und dabei drehen. Ja, vielleicht schaffe ich das auch noch. Ja, schaffe ich. Und wie ist das Ergebnis? Auch nicht schlecht. Oh, der macht auch gute Wimpern, ne? Hatte ich schon erwähnt, dass ich eine der wenigen YouTuberinnen bin, die kein L'Oreal-Fan ist. Aber bei Mascara sind die immer gut. Ekelhaft. Das ist Geschmackssache. Also, das ist das Ergebnis. So sehen die beiden aus. Zweimal aufgetragen. Und das ist der Vergleich. Ich merke schon, dass die Seite mit dem Produkt natürlich abgeht und das ist jetzt nichts, was mir so gefällt. Also für mich wäre das jetzt nichts, weil damit kann ich irgendwie nichts anfangen. Das ist zwar schön, wenn sich das so ein bisschen verfärbt und auch natürlich aussieht, aber ich denke, das kriegt man auch mit anderen Produkten hin, wo es wesentlich haltbarer ist. Ich überlege jetzt gerade, man könnte es ja auch irgendwie abpudern, aber ich glaube, wenn man es abpudert, dann ein öliges Produkt noch abpudern. Nee, das ist, weiß nicht, nee, das ist nicht meins. So, jetzt werde ich ein bisschen mein Gesicht, man sieht ja jetzt auch noch mal so ein bisschen den Vergleich, hier ist Maybelline drauf und hier ist diese Balea drauf. Ich finde Maybelline ein bisschen schöner, muss ich ehrlich sagen, aber natürlich sehr, sehr, sehr natürlich. Die Seite, die das wäre jetzt kein Produkt, was in mein Herz gehüpft ist, um das jetzt noch mal abzuschließen als Fazit. Und jetzt habe ich ganz viele Made by Mitchell vor mir liegen und die werde ich jetzt alle, es sind nämlich komische Farben, und damit werde ich mich jetzt schminken und aufhübschen. Und das wollte ich euch halt zeigen. Ich zeige euch auch nochmal den grünen Nabla Lidschattenstift. Die Nabla Stifte, die finde ich ganz toll. Ich habe ganz, ganz, ganz viele. Und die liebe ich alle. Die liebe ich alle und kann mich nie entscheiden. Und
Ich kann mich immer nie entscheiden, weil ich alle toll finde. Und ich zeige euch heute mal den grünen, weil ich hier auch noch drei Sachen drin habe, die ich euch zeigen möchte. Und die werde ich jetzt nacheinander auspacken und euch dann, werde ich mich einfach damit so ein bisschen schminken, so gut es geht. Ich werde mir Mühe geben, am Ende hübsch auszusehen. Und jetzt packe ich die einfach einmal aus und zeige sie euch. Das nämlich zusammen mit grün. Da habe ich so ein schönes Foto gesehen und da wollte ich mal so in die Richtung gehen. In die Richtung gehen. Ich weiß ja nicht, ob ich es schaffe, mich so zu schminken, weil ich ja auch ganz viel zeigen möchte. Aber ich werde in die Richtung gehen. Ja, da ist auch noch einer. Und dann habe ich noch einen, drei Stück. Ich finde es immer schöner, weil wenn man das da so bei Instagram sieht und so, das sind immer ganz, ganz tolle Menschen, die das machen und die haben auch voll die Erfahrung und man denkt immer so, wow. Aber es sieht ja denn im Original dann doch immer so ein bisschen anders aus und vielleicht kann ich da noch so ein, zwei Tipps geben. Ich hoffe ich jedenfalls. Ja, also insgesamt, ich halte es mal hoch, habe ich diese Made by Mitchell. Das sind immer Liquid-Produkte, das heißt, sie sind cremig, nicht flüssig, cremig und mit einem Applikator und man kann damit immer alles machen, man kann damit seine Lippen machen, hauptsächlich seine Wangen und man kann aber auch sein Auge damit schminken. Unterschiedlich haltbar, aber eher nicht so lange haltbar, was aber hier ganz toll ist, wenn man Made by Mitchell hat ja auch Blush und wenn man sich dann noch so eine Blush-Farbe dazu kaufen möchte, so jetzt würde ich jetzt aber auch nicht von euch verlangen, also man kann die Produkte ganz gut abpudern, dann halten sie natürlich viel, viel länger, man kann sie auch mit einem Fixierspray einsprühen, dann halten sie auch länger, wenn man es so ein bisschen frischer haben möchte. Aber man kann auch ein Puder rüber machen, das heißt, wenn ihr jetzt so einen Bronzerton habt, damit kann man ja sein Auge und alles so schön schminken. Fällt mir immer ganz gut hin, so ein Make-up. Und das könnt ihr dann halt, wenn ihr so entweder Transparentpuder habt oder ihr habt noch einen schönen Bronzer oder ihr möchtet einen Rouge darüber machen. Ihr könnt das mit einem Puderprodukt, egal welches, Geschmackssache, so ein bisschen haltbarer machen. Ich zeig euch das mal. Ich zeig das mal. Und dann geht's jetzt los. Ich werde mir aber so eine kleine Schicht Foundation auftragen. Ich nehme die Essence. Entschuldigung, das habe ich jetzt überhaupt nicht gezeigt. Ich nehme die Essence und mache mir die so ein bisschen hier rauf, weil auf einem schönen Make-up sieht man die Farbe einfach besser. Ich werde jetzt einfach mal ein Gelb nehmen. Ich nehme mal so einen Gelbton. Und das sieht wahrscheinlich hier komisch aus. Aber ich kann euch das ja mal zeigen. Ne, das wäre eher wahrscheinlich so eine Art Concealer. Also das würde ich jetzt hier nicht... Also ist jetzt auch nicht so richtig Bronzer. Ich weiß nicht. Also ich werde euch dann natürlich auch Swatches zu machen, wie das aussieht. Das ist so ein Senf-Mockerton. Ich würde das jetzt als hier... Oh, schön auf die Augenbraue gemalt. Ich würde das jetzt hier als Lidschatten benutzen, aber als Anfang, nicht alleine. Alleine sieht das eventuell komisch aus. Es kommt darauf an, was ihr für eine Hautfarbe habt. Wenn ihr brauner seid, dann sieht das schön aus. Bei einer blassen Haut kann ich es mir nicht so gut vorstellen. Aber wenn man so ein bisschen brauner ist, dann muss das ja richtig, richtig toll aussehen. So, das wäre der Anfang. Also hier eher nicht bei mir. Aber da kann man das mal benutzen. Auf den Lippen. Nee. Nee, auf den Lippen auch nicht. Das ist dieser hier. Dann kommt ein orangiger. Den kann man sich schon eher hier vorstellen. Mache ich mit so einem Pinsel. Mit einem Pinsel geht das immer richtig gut. Aber natürlich geht das auch mit einem, mit den Fingern oder mit einem Beauty-Schwamm. Geht es auch ganz gut, glaube ich. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich mache es entweder mit den Fingern
oder mit dem Pinsel. Und das sieht ja tatsächlich ganz fresh aus. Schön. Gar nicht so. Orange geht immer, ne? So natürlich. Und hier natürlich auch ein bisschen vorsichtig. So, finde ich beides zusammen auf dem Auge schön strahlend und hier finde ich ein schöner Frischmacher. Kann ich mir, ja, es ist, das muss euch natürlich stehen, diese Farbe, ne? Das ist ja so ein Orangeton. Ihr werdet das bestimmt wissen, ob euch das steht, ob ihr euch das vorstellen könnt, dass es so orange ist, nicht für die kalten Typen, sondern eher für die wärmeren Hauttypen geeignet. Dann kommt jetzt der hier. Wie sieht der denn aus? Aha, das ist so ein schöner Pfirsichton. Ja, den kann ich mir bei sehr vielen vorstellen. Also der müsste jetzt mal so richtig schön hübsch aussehen. Wollt ihr den lieber alleine sehen? Ich glaube, es ist besser, ne? Den werde ich mal alleine auftragen. Und dann schauen wir mal, wie der so aussieht. Ich kann es auch noch mal mit den Fingern zeigen. Also ich würde es denn so reintupfen. Ich mag es nicht ganz so gerne mit dem Finger, aber ich mache es mal. Was eine hübsche Farbe. Ich mag Made by Mitchell unheimlich gerne, weil ich finde das System toll, irgendwie so. Ich finde auch, das sieht so schön aus, so puderig, natürlich. Seht ihr das? Ich finde das voll hübsch. Das sieht schon so abgepudert aus, so Porzellan. Mäßig, oder? Ich finde, sie das so wie Porzellanbäckchen. Sehr, sehr schön. Also auf dieser Seite. Warte mal, wie halte ich denn das jetzt? Ist das so? Sehr, sehr süß und hübsch. Also ganz toll. Ich bin richtig begeistert von der Farbe. So, dann habe ich noch diese Farbe hier. Schön dunkel. Mal schauen. Oh ja, das ist natürlich. Was mache ich denn damit jetzt? Auf jeden Fall kann man das hier damit wahrscheinlich ganz gut machen. Auch hübsch. Ich muss mal kurz ausprobieren, wie das aussieht, wenn ich mir das hier drauf mache. Das mache ich jetzt aber auf jeden Fall mit dem Pinsel. Das sieht gut aus. Da nehme ich jetzt den Foundation-Pinsel. Und dann sieht das so aus. Witzig. Alles zusammen sieht da richtig fresh aus. Sehr schön. Muss man so ein bisschen verteilen, aber sieht ganz gut aus. Und so ist der Farbton. Und wenn man den verteilt, dann wird das, glaube ich, so ein richtig schöner Bronzer. Ja. Und alles zusammen sieht so richtig schön aus. Ja, sehr schön, könnte ich mir jetzt hier auch auf der Seite ganz gut vorstellen. Und da mache ich jetzt mal eine andere Variante. Da gehe ich mal so vorsichtig mit den Spitzen rein und werde mir das nochmal so ein bisschen hier ganz vorsichtig auftragen. Jetzt möchte ich euch noch diese drei Farben zeigen. Der ist schön dunkel. Den mache ich mal hier rauf. Metallisch.
würde ich jetzt nicht so als Highlighter benutzen, auch jetzt nicht als Lippenprodukt, das könnte komisch aussehen. Ich würde mir das auf das bewegliche Lid auftragen und dafür würde ich, jetzt muss ich kurz suchen, einen Pinsel nehmen. Und zwar würde ich einen flachen Pinsel nehmen, der so ungefähr aussieht, dass man da ganz gut mit Cremeprodukte auftragen kann. Und da würde ich jetzt auch nicht, also so kann man auch machen und dann so ein bisschen mit dem Finger tupfen. Aber ich versuche das jetzt erstmal mit dem Pinsel. Ich glaube, das wird besser mit dem Pinsel. Sieht auch ein bisschen professioneller aus hier bei YouTube. So, ich nehme jetzt einen Spiegel in die Hand. Ich gucke jetzt hier runter und werde das jetzt mal auftragen. Sehr schön. Kommt der zweite sehr goldige Ton. Mal schauen. Ja, ähnlich, ähnlich. Aber auch sehr schön. Kann ich mir sogar noch besser vorstellen. Auf dem Auge gefällt mir. Oh. Der ist noch schöner. Und wie gut das mit einem Pinsel geht, der so flach gebunden ist. So sieht dieser Farbton aus. Kommt der letzte. Mal schauen, wie der so aussieht. Wirkt ja fast wie so ein Champagnerton. Hier habe ich noch Platz. Oha, auch sehr schön. Ich nehme jetzt mal so ein bisschen was auf den Finger und werde das mal hier so rauftupfen. Und man kann das auch alles natürlich noch so ein bisschen mischen. Und was ihr jetzt mögt, das ist natürlich jetzt schwierig, ne, zu entscheiden. Ich bin mir selber gerade unsicher, welchen Ton ich jetzt am schönsten finde. Ich finde nur das Gesamtergebnis unheimlich schön. Ich mache das mal auf die Lippen, mal gucken, wie das aussieht. Dezent, aber geht, ne? So, was ich jetzt möchte die ganze Zeit ist. Ich wollte euch ja den grünen auch noch mal zeigen und den werde ich jetzt als Lidstrich machen. Und das geht. Auf der einen Seite könnt ihr rausdrehen und dann könnt ihr das Produkt drehen und man kann ihn dann auch ganz gut anspitzen. Dann kommt Produkt raus. Das Produkt würde ich nicht wegschmeißen. Tipp von meiner Freundin. Nicht wegschmeißen, sondern das als Lidschatten benutzen. Allerdings brauche ich jetzt natürlich keinen Lidschatten. Moment. Und jetzt werde ich das als Lidstrich benutzen. So, fertig. Was man auch noch machen kann, ist, man kann, das habe ich gesehen bei Instagram, die haben diese Farben auch noch hier unten aufgetragen. Boah, sah das hübsch aus. Das muss ich jetzt auch noch mal ausprobieren. Ich nehme mal mit der Pinselspitze so ein klein bisschen Produkt. Wenn es brennt, sage ich euch Bescheid. Im Auge meine ich. Und jetzt werde ich mit der Spitze noch mal hier. Oh. Boah, das ist ja auch hübsch. Das ist ja auch mal hübsch. Ich brauche einen Vergrößerungsspiegel, um zu gucken, wie es aussieht. Das geht auch. Ah, ich bin froh. Jetzt bin ich ja doch noch ganz gut geschminkt. Und ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Ich konnte euch so ein bisschen die Produkte näher bringen. Wir konnten vielleicht so ein bisschen gucken hier zusammen, was ist was, was ist nichts. Oft wird ja dafür geworben oder es wird irgendwie so dargestellt, dass man sagt, muss ich haben. Das ist manchmal nicht so. Also manchmal ist es wirklich so, dass man denkt, so, oh, jetzt habe ich das gekauft, habe mich anfixen lassen, aber für mich ist es jetzt gar nichts.
weil es bei mir nicht gut aussieht, weil es mir nicht steht. Das ist immer ganz individuell und bei jedem anders. Aber ich hoffe, ich konnte euch auch vielleicht so ein bisschen die Liquids ein bisschen näher bringen, die ich wirklich ganz, ganz toll finde und mit denen man einfach so sehr viel anfangen kann. Und mein Auge brennt nicht gar nicht. Ich habe jetzt noch eine Weile gewartet. Es ist alles gut und ich bin sehr zufrieden. Ich finde das sehr schön und werde so heute auch den ganzen Tag rumlaufen. Eine Sache habe ich noch, die ich euch erzählen wollte. Ich werde noch mal beobachten, wie sich das so am Auge den ganzen Tag über macht. Ich habe ja mein Auge gar nicht vorbehandelt. Ich habe keine Lidschattenbeads, gar nichts aufgetragen. Ich würde es euch aber allerdings empfehlen, wenn ihr sonst auch eine Lidschattenbeads braucht. Eventuell rutscht das dann nicht so in die Falten und so. Also das muss ich noch mal gucken. Ja, ich habe also nicht das Gefühl, dass es jetzt hier abgeht, obwohl es ja ein Liquid ist und obwohl man ja die Produkte auch nach einer Zeit noch verstreichen kann. Aber ich finde es relativ fest so auf der Haut. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz gut hält. Man könnte es jetzt aber natürlich noch abpudern. Man kann es nochmal mit einem Fixing-Spray einsprühen. Und ja, aber ich persönlich lasse es so, weil ich auch jetzt gucken möchte. Ich möchte jetzt auch eine ehrliche Meinung haben, wie lange bleibt das denn so drauf und rutscht das da richtig doll in die Falten, weil normalerweise Liquids, die rutschen gerne mal bei mir in die Falten, weil ich ja da auch schwitze und es fühlt sich auch feucht an und das werde ich alles sehen und ich bin gespannt und werde das vielleicht dann auch nochmal mit einer Lidschattenbase ausprobieren, ob man da einen Unterschied merkt, wenn man vorher eine Lidschattenbase aufträgt. Jetzt erstmal so First Impression, alle Produkte das erste Mal ausprobiert, getestet, gezeigt, wie sehen sie aus. Jetzt muss ich ja mal Luft holen. So, und jetzt sage ich Tschüss, danke, dass ihr da wart. Bleibt gesund und lasst euch von niemandem ärgern. Tschüss!